Und damit willkommen zurück zu Star Trucker. Ich bin schon mal ein bisschen weitergefahren. Und zwar nach Three Kings, ohne irgendwelchen Anhängern, damit wir hier Dusty Bier treffen können. Und zwar geht's ja da weiter. Warte mal, Dusty Bier, da geht's ja um diese komischen Lieferungen, dass da irgendwas schräg läuft. Und er hat da die nächsten Bewegungen, mit denen er bei uns hier quatschen will. Da hinten ist der Treffpunkt. Wir fahren mal hin. Moin sehen. Oh, oh. Fuck, 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 fuck. Scheiße. Ah, haben wir einen Hüllenbruch? Nee. Das scheint doch mal gut ausgegangen zu sein. Dieser beschissene Schrott hier immer. So, Kilometer noch. Ja, passt. Man könnte eigentlich gerade mal bei der Station hier gucken. Beziehungsweise würde ich auch gerne mal shoppen gehen. Wenn das denn hier funktioniert. Hm. Ach da. Auftragsbörse. Machen wir vielleicht das zuerst. So, einmal drehen, falsche Richtung. Da. So, und traditionsgemäß so richtig schief ran. Ja, nicht so schnell. Oh, shit, sag mal. Sehr gut. Okay, das ist alles. Ah, Lunar Link, Atlas Prime nach Chunk Feeds. Da kriege ich nur 560. Das ist aber echt ein bisschen wenig. Aber gut, komme ich damit mal weiter. Ja gut, Atlas beim Fliegen. Ja. Naja, passt. Okay, dann in den Shop noch, damit ich hier wenigstens ein bisschen Geld mache. Also ich hoffe es zumindest. Das ist gerade hier auf der Seite. Yes. Okay. Einmal Wende. Sehr gut. Nein. Oh, komm. Du hast doch gerade gesagt, du wärst bereit. Okay, Textilien haben wir minus 16 und das kann ich teurer verkaufen. Das heißt, das verkaufe ich mal.
Pappkarton. Gesamtwert 24, ja gut. Batterien behalte ich. Was haben wir hier drin? Das behalte ich auch. Das ist leer. Das ist alles leer. Okay, Textilien. Karton mit Abendkleidung. Ach, warte mal, ich habe ja nur 1815. Das Ding ist ja wieder so ewig teuer. Ja, gut. Wenigstens den Benzin bin ich hier losgeworden. 1084. Handel bestätigen. Okay. Mach mehr Geld. Vor allem auch für mehr Upgrades. Express-Tor nach Atlas Prime. Oh. Wait, das ist nur ein Sprung? Tatsache. Da haben wir hier den Highway hier. Ja, geil. Ich dachte schon, ich muss öfter springen. Aber schaut euch mal die ganze Armee an, die hier nach Atlas Prime will. Oh, am besten. Wirkt irgendwie wie der Coca-Cola-Truck. ich nutze mal das. Wow. Entschuldigung. Danke für den Crash. Hüllenreparatur empfohlen. Aber ich habe keinen Leck, I guess. Alter, hier ist mal. Ich nehme das Tor. Kein Crash bitte, danke. Ja, gestorben. Yes. Atlas Prime, $50. Ach, come on. This is an automated checkpoint inspection. Please be patient while security drones check for compliance. Und alles tut die? Inspection sehr gut. Concluded. Result is green. Please enjoy the rest of your journey. 5,8 Kilometer da links oben. Okay. Einmal die Wände hier. Ausrichten, dankeschön. Ja, ich glaube, da muss ich mal ein bisschen aufpassen. Da fliegt ein Haufen Zeugs hier rum. Ja, wobei, da so unten runter passt. Jetzt kriege ich die Kurve, glaube ich, wieder nicht hin. Komm, 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 komm. Man könnte auch langsamer fliegen, aber das wäre langweilig. War 150. Wow. Ja. Gut. Das war es gerade ein bisschen extrem. Ach, Mann, nee, Pabu. Hier liegt alles auf dem Boden. Ja, toll. Nee, 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 nee. Chaotisch. Oh, jetzt sieht er auch wieder furchtbar aus, unser LKW. Nein, bleib da. Hier noch mal kurz flicken. Ich glaube, das war's. Rein da.
Dankeschön. Och man. Der schaut jetzt wieder echt furchtbar aus. Okay. Wieder einmal drehen. Okay. War nicht da oben sogar die Werkstatt? Oder war der auf der... Ah, ne, der ist da unten. 26,6%. Ja, gut, dann ein bisschen Piano. Ah, da hinten ist die Fracht. Wurde ich da schön mittig drinnen? Yes, okay. Alles klar, dann einmal Wände hier. Ich brauche noch einen Monitor. Danke. Na komm. Yes, habe ich. Now how about we fashion our own little redirect? Was hast du vor? We're gonna pay a visit to an old friend of mine. Ja. Tanktown. Lass mal kurz schauen. Ah, da komme ich nicht schnell hin. Zweimal springen. Ja, okay. Das heißt, hier einmal mit dem Tor ganz. Mal kurz schauen. Das ist 7,1 Kilometer. Okay. So, ich werde das mal so ähnlich machen wie bei den letzten Fahrten. Ich werde noch mal kurz hindüsen. Wenn zwischenzeitlich was Interessantes passiert, dann werde ich das euch mal reinschneiden. Ansonsten sehen wir uns in Medusa 6. Bis gleich. Hey, Rosso, you're around, partner. Rosso here. Been a while, Dusty. Sure has. I gotta swing by more often. But today I'm here on some official business. Well, some slightly unofficial business. Under the table, you know. Unofficial? Yeah. Get ears hauling something I'd like you to take a look at. 10-4, Dusty. What's got you two so curious? So mines. That's a good call. Dusty's hunches are about 80% on the money. 80% seems lower than I'd say. So guessing you want me to flag LG for a weigh-in? That kind of thing ain't exactly above board, Dusty. Look, I know I ain't a sheriff anymore, but I was kind of hoping for a favor here. Fine, fine. Let me see what I can do. Thanks, Rosso. Lucky Jay, swing into the weigh station at these coordinates. I'll give it a quick look. Just follow Rosso's lead, LJ. Time to cast a little light on these proceedings. Gut, alles klar, machen wir das mal. Rein in die Wiegestation und mal schauen, ob hier alles koscher ist. Also vermutlich nicht. Aber interessant. Ja, warte mal, Sheriff. Ja, Moment, ich versuche da jetzt
nirgendwo anzuecken. Bin natürlich wieder 1A-mäßig hier reingefahren. Na, Moment. So, jetzt. Und? No. Cause what you're hauling here sure ain't sunflowers and cookie dough. Scans are picking up real high levels of Xanachlor 212. Xanachlor? Heavens to Betsy. Betsy, indeed. This stuff ain't been legal in most sectors for close to a decade. Yes, that explains why they didn't like me poking around, son. Listen, Dusty, you know I got a loop GB in on this one, right? I know we sat under the table and all, but... I know. It's okay, Rosso. Give her a shout. This is Rosso with a 1017. GP, you reading the mail? This is GP. I've been reading the mail this whole time. Hey, wollte mir gerade sagen, die hört doch eh alles. Right. I knew you'd be ready to bounce on this stuff, B. Can't blame you for doing your job. Lucky Jay, bring that trailer over to these coordinates, will you? Kriege ich denn trotzdem Geld, weil ich hab kein Geld mehr? Okay. Ja, gut, also wir bringen jetzt nicht nach Junkfields. Wäre nicht interessant gewesen, was passiert wäre, wenn wir das da unten abgeliefert hätten. Wäre da vermutlich ein bisschen sauer gewesen. So, aber den nicht anecken. Ah ja, zwischendrin habe ich noch mal kurz Reparatur machen lassen. Ich habe jetzt nur noch 300 Dollar oder so. Ich brauche dringend Geld. Okay. Mehr schlecht als recht hier drin. Passt nicht? Ah, jetzt passt's. Okay. Thanks, Lucky. To be honest, this is something we've had our eyes on for a while now. Since they blacklisted Dusty, I had a feeling something was shady. Good to finally have some evidence. Yeah, what's supposed to be next? The will suspend their job listings and open an official investigation. Even a broker with a squeaky clean rep like Luna Link won't be able to avoid the consequences of this all. Strange, though. That trailer seems real familiar. Like the ones Novadeck used to run before they went bust. Novadeck? Well, that rings a bell. Feel I knew one of their contractors a while back. A while back? As in 100 years ago? Har. Not that old. Well, anyway, I'll have someone come remove this trailer and safely dispose of the content. Thanks again for bringing this to my attention, you two. Be out. Ja, und Geld? Novadeck. I'll rack my brain for something. Ask around. Could take some time, though. I'll be in touch again when I've got something new. Till then, this is Dusty Bear, cutting loose. Ja, bis denn dann. Ja, shit, ich habe jetzt kein Geld gekriegt, oder? Nee, ich habe immer noch 399 Dollar. Ach, Mann! Ich brauche was echt Lukratives. Das kann ich kann. Sauerstoff? Wait. Haben wir. Minus 4. Doch jetzt nicht noch irgendwo ein Leck haben. Das ist jetzt echt ein Problem. Ja. Was machen die Filter? Oh, da ist sogar keiner drin. Ah, dem geht's nicht mehr so gut. Shit. Habe ich Luftfilter? Alles leer.
Mann, wo ist das Zeug, wenn man es einmal braucht? Oh, Kisten. Nee, das ist ein UAK. Hier geht's mal da rein. Bitte sag mir, ich habe noch irgendwo einen Luftfilter. Nee, das sind alles Batterien. Ist auch leer, geil. Das war's, ich hab sonst keine Kisten mehr. Shit. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, dem geht's gut. UAK. Wobei, der hat noch 27 von 100. Was ist, wenn ich den austausche? Gibt mir das ein bisschen am Plus. Mit der Kiste war das. Nee. Da sind die Batterien drin. Da. Hey! Mann! Es ist der UAK da im Arsch. Nimm das mit der Kiste mit. Ah, so ein Shit. Okay. Moment. Ja, stimmt ja, da war ja was mit. Sicherung zuerst ausschalten. Nicht so gut. Scheiße, 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 scheiße. Nee, 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 nee. Ah. Okay. Da wurden wir gerettet. Der Betrieb deines Trucks kann die Finanzen stark belasten. Dank eines 2500 Dollar Dispo-Kredits musst du jedoch nicht in Panik geraten, falls du im Minus bist. Bescheid also jedoch diesen Puffer, erstellt dir die Bank eine Frist für die Begleichung und Käufe werden auf lebensnotwendige Waren beschränkt. Okay. Schaffst du es nicht, deine Schuld in der vorgegebenen Zeit zu begleichen, gehst du bankrott und dein Truck wird zur Pfändung ausgeschrieben. Sei also vorsichtig. Okay, Bergung 750, Reparaturen gratis, Nothilfe 750, Auftanken 86. Gut, Atlas Prime Auto Essentials. Cool, 1586. This is an automated banking alert. Your account is currently utilizing an agreed credit limit free of charge. Please take a moment to review your finances and ensure you stay within the approved limit. Will ich das sehen? 1187 im Minus. Aber da wäre jetzt der Chuck in Tip. Nein, das ist natürlich nicht in Tip-Top-Zustand. Ja, schaut's mal an. Da sind wir noch minus 4. Effizienz 56, Sauerstoff geht zur Neige. Ja, hast du da irgendwas zum Kaufen hier? Ja, lass mal schauen. Ich muss hier Sachen verkaufen. Ich glaube, ich verabschiede mich mal von der Batterie da und kaufe den Filter dafür. Nee, das ist fast schon. Okay, da hat man den Luftfilter. Das was kann ja zwei einsetzen. Hm.
Oi, 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 da wird das Spiel noch mal knackig hier. So, wie sehen wir jetzt aus? Plus 6. Aber fehlt da nicht noch ein URK? Left one, rechts eins. Wo wäre denn Nummer 2? Das ist ja Anzuglader. Das ist R1. Hat's nur den einen? Vielleicht noch. Also so Crashes. Takt, takt, takt. Sind echt teuer. Schade. Okay, fahren wir mal ganz schnell zu der Werkstatt. Also, ich meine, einmal da auf der anderen Seite andocken. Bisschen ran hier. ...460, ich glaube, ich muss das machen. Schnellwartung. Wartung nicht möglich, du hast nicht genug Geld. Ich dachte, ich kann halt ein bisschen weiter ins Minus gehen. Okay, dann geht das halt nicht. So eine Scheiße. Dann würde ich sagen, fahre ich mal zur nächsten Station. Und mache Aufträge. Bevor wir hier mit der Story auch noch ansatzweise weitermachen. Das ist echt ein Finanzproblem gerade. Und ich soll jetzt echt aufpassen, wie ich fahre. Ich glaube, ich schmeiße ein Tempomat bei 120 rein und mach mal Piano. So. Ja, weiter nach rechts. Oh. Einfach nicht kollidieren. Mir aber echt nicht aufgefallen, dass das nach unten gegangen ist. Ich habe überhaupt nicht darauf geachtet. Mir hat das vermutlich die ganze Zeit gesehen und nur darauf gewartet. New Liberty Terminal, voll im Sprit, ne? 44 Kilometer. Just in time wäre jetzt nicht schlecht. Auftragsbörse da hinten. Das ist gerade das Ding hier. Ne, eins weiter. Kamera. Halt, bremsen. Sehr gut. Bitte lass was Gutes dabei haben. So, 1000. Okay, was bringt am meisten Geld? 4891. Das sind aber 5 Sprünge. Von Atlas bleiben nach Shatterstone. Das ist Time Fashion. Ich glaube, das mache ich lieber nicht. Das wäre doppelt mit 7,95. Das ist zu wenig. 1900. Gibt es zwei Sprünge. Ein Sprung. Natos bleiben noch Parity.
Okay, ich glaube, ich mache jetzt mal ein bisschen von diesen kleinen Aufträgen. Ja, Einsprung. Damit ich ins Positive komme. Aber das kommt davon, wenn du jemals so wie ein Redneck hier rumfährst. Wo ist die Fracht? Da hinten. Okay, ich gehe mal ein bisschen Geld verdienen, liebe Leute. Wenn Blödsinn passiert, zeige ich es euch. Ansonsten sehen wir, wenn ich wieder in dem Positiven bin. Bis gleich. So, liebe Leute, da bin ich wieder und der Truck ist wieder in 1A-Zustand. Und zwar mit allem. Ich habe jetzt auch wieder Sprit. Ich bin jetzt so ein bisschen 2 Stunden am Einzelaufträge hin und her fahren gewesen. Hab repariert und jetzt habe ich noch knapp 1561. Ist jetzt auch nicht sehr viel, aber jetzt habe ich jetzt wirklich alles nochmal geholt und ich habe mir auch nochmal zusätzlich hier die Filter geholt. Also einen zumindest. Und ja, jetzt sollte erstmal nichts mehr passieren. Zwischenzeitlich habe ich hier einen Auftrag, Geld für Grünzeug. Da soll man Algen hier abholen. Ich zeige euch das mal. Das ist das da. Baro hat Brini für ein spannendes neues Algengeschäft und braucht eine Hilfe bei einem Transport mit mehreren Anhängern. Liefert die Waren nach Crossvale, um das Grünzeug zu Geld zu machen. Und jetzt bin ich gerade überrascht worden. Das sind 3 Anhänger. Wir haben dafür eigentlich noch nicht die Lizenz. Und als ich da hingefahren bin, hat er auch gesagt, ja, wir haben es zwar für 2 und nicht für 3, aber er wird es mal nicht weiter sagen. Ich weiß ja nicht. Außerdem hängen die Wagen ein bisschen komisch durch. Naja. Das wird bestimmt schief gehen. So. Dann gehen wir da hinten einmal ran. Mein Bauchgefühl sagt mir, ich mach meinen Chuck damit kaputt. Dann haben wir jetzt gerade so schön repariert. Langsam. Dann mal wieder Scheps dran, wie immer. Na komm. Point stop, right stop. Kollision fest. The drop zone for this is way out in Crossvale. Bit of a track, but I'm sure you'll manage. Blimey, is that really the time? Got a dash, but I'll be sure to check in soon. Barrow, clear it out. Ja, also für den Schaden kann ich nichts. Mein Truck hast du jetzt aber nicht kaputt gemacht, oder? Nee. Kommt jetzt auch sauber mit? bitte nicht viel. Mann, das gibt's doch nicht. Ich hab das gerade. Und ich dachte mir doch, das wäre krab. Sag mal. Ernsthaft jetzt? Außerdem, wo ist Crossfield über? Ach du Heilige, das ist da hinten. Da muss ich von da noch da runter. Geht das auch schneller? Das macht eigentlich keinen Unterschied, ne? Ja, wobei, doch, das Medusa 6 ist schneller. Weil ich da sofort den Express-Loop habe. Naja. Okay, dann müssen wir schnell ein Foto machen. Okay, geil. Wir haben 3-fache Anhänger. Oh, da ist es aber auch ein bisschen am Kämpfen hier. Wetten, dass wir kontrolliert werden mit dem Gewicht und so. Und da gibt es Stress. Ach, steht hier ist alles wieder voll mit Gerümpel.
Achso, warte mal, ich wollte die Lichter wieder ausmachen. Dann sieht man hier die Gegenstände teilweise ein bisschen besser. Rede ich mir zumindest ein. Nee, aber stand sogar auf einer Steam-Tipp-Seite, dass man das machen soll. Shit, da kommen schon wieder Sachen dagegen. Stauchen die irgendwann Bremsen? Naja. Schon cool. Wie, das rentiert sich nicht. Eis, danke schön. Ah, fuck, Security Checkpoint. Welcome to Medusa 6. This is an automated inspection checkpoint. Please be patient while we check for compliance with local regulations. Und? Thank you for your time. You are clear to proceed. Danke schön. Have a safe trip. Danke. Gib mein Bestes. So, und 120 bis 200 km/h war so eine Geschwindigkeit, was einigermaßen gut zum Fahren war auf diesen Straßen. Nach oben. Ja, V-Max ist gefährlich. Das hat mich jetzt echt vorher ein bisschen genervt mit dem Geld. Das hat jetzt echt ein bisschen gebraucht. Aber gut, ich bin selbst schuld. Boah, also Kurvenfahrt ist jetzt sehr träge. Also, ich merke die Anhänger da hinten. Driften. Und darüber. Trümmer in der Nähe. Stimmt ja gar nicht. Oder LKW da in der Nähe. Ja, perfekt. $350 kostet es. Oh Mann. Gut. Da hinten ist unser Tor. Ich muss sagen, wir fliegen mal wieder an der Station vorbei. Ein Hotkey für den Tempomat. Oh shit, da haben wir ein Schlachtfeld. Nicht so geil. Wir fliegen mal da lang. Okay, ein bisschen Höhe gewinnen. Warte mal, Zeiss wäre richtig? Ja. Haben wir das schon mal? Zeiss? Ich glaube noch nicht, oder? Oh, da gibt es Gefahren. Das kann spannend werden. Ach stimmt, das war doch dieses eine Tor da, wo wir mal da links diesen Hänger geholt haben, was gerade heißen hat. Nein, wir dürfen da ja nicht rein. Sieht noch EMP. Ah, brems, 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 brems. Ah.
Hui. Holy! Unter Boogie? That's what Ben Eddy calls them. These long holes. Okay. So anyway, the story with the algae, since I bet you're dying to know. You know how lobster used to be just for the common man? Then they started canning it and all that, so it was rarer, and then all the fancy folk wanted it. Well, powdered algae is the next lobster, understand? Okay. People can cook it however they like. Incredible, versatile stuff, algae. And we, you and I, are cashing in on the ground floor. We'll be market leaders with a mighty algae empire. It'll be our space lobster, mate. You and me, making all the green. Ja, das hat mir eher weit hergeholt. You and sour candy. She says I'm terrible with money. Not that she's one to talk. Ja, ich glaube, das wird nichts. You'll all see. I'll have my algae empire, and you'll still be trucking along. also die Welt da. Ja, ist ganz schön in sich mit Trümmern. Ich warte jetzt so drauf, dass der Scheiße, wir werden getroffen. Warum haben wir denn hier keine Straßen? Was sieht das geil aus? Ich weiß, ich muss nach vorne schauen, aber. Boah, sieht das geil aus. Geil. Oh, scheiße. Oh. Ach, Mann. Scheiße. Es geht los. EMP-Sturm. Soll ich mal den da machen? Oder soll ich mal stehen bleiben? Ich glaube, ich kann offen lassen. Oh, 400 Kilovolt. Aber immerhin angenehme 30 Grad draußen. Okay. Dann ist wieder vorbei. Weiter nach oben, bitte. Was Richtung? Oh nein. Was? Was? Sour Candy reaching for a grab bag. Anyone around? This is Barrow kicking it back. Oh yeah. Na toll. Oh, quit saying that like it's a bad thing. We're gonna get rich from this, we all. Scheiße. Ich muss da mal ein bisschen weg. What was that last one again? Talking bananas from Purity all the way out to Zeta. They sell for a lot more in Zeta. You couldn't get them there before they went real bad, Barrow. I think it'd be more fun to just find space lobster instead of hauling algae. And you think I'm ridiculous? Yeah. Yeah. I know a man's got a dream, but you dream too much, Barrow. No such thing if you ask me. Well, I'll leave you two tricksters to it then. Threes and eights, folks. So, das ist doch scheiße. Don't worry about it. Ich hab den komplett repariert gehabt. Ja, mein Truck ist im Arsch.
Und jetzt muss ich auch noch raus. Ach Mann, jetzt kann ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Ich hab's gewusst, das ist eine scheiß Idee gewesen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gescriptet war oder ob das jetzt ein Bug war. Weil ich nicht richtig ausgerichtet war. Ja, das ist wieder okay. Das erste. Ich weiß nicht. Arrow, ich hätte gerne eine Vorauszahlung. Einfach geil. Ich meine, auch wenn das hier geil aussieht, aber oh, das regt mich jetzt ein bisschen auf. Ich bin im Zustand kritisch. Die Höhle ist de facto nicht mehr vorhanden. Das ist eine Werkstatt. Ich glaube, ich muss fast mal zur Werkstatt fahren, aber ich kann halt 1200 nicht wirklich was machen. Blue Wake Rest. Ey, da fährt was. Cool. Ja, ein bisschen Medienbau zu. Hier überall. Sehr geil. Ja, doch, die Welten haben sie geil gemacht. In der Nähe. Ja. Ach cool. Die von oben und unten. Schlaues System. Oh, was machen die Anhänger eigentlich? Ach cool. 0%. Cool. Läuft. Okay. Anhalten. Wir sehen uns gleich wieder. Ich hätte doch noch gerne ein bisschen Geld. Alter. Wenn ich das mache, dann bin ich 2000 im Minus. Ich hab wirklich wie Karl wollen, ne? Ne, 1789 im Minus. Ja, geil. Sehr geil. Jetzt kommt wieder die Bank. Wetten. This is an automated banking alert. Recent transactions have pushed your account into an agreed overdraft. Please stay within the approved limit to avoid restrictions on future purchases. Ja, ja. Geil. Und ich brauche dann recht schnell wieder einen Auftrag wegen Sprit. Und deine ganzen Sachen sind halt wieder im Arsch. Wie schaut's denn hier aus? Okay. Nur noch die eine Station da. Wo ist das Tor? Da ist das Tor. Und auch die wieder all. Ist einfach komplett zugemietet mit den ganzen Schrott und Steinen und was auch immer hier alles rumfliegt. Ja, das ist schon eine echte Abenteuerfahrt hier. Ah,
Also wenn ihr in der ähnlichen Situation seid bei eurem Durchspielen und ihr seid bei diesem Auftrag, macht zuerst mal ein bisschen mehr Geld. Das könnte euch ein bisschen was kosten. Okay. Okay, hier sieht es einigermaßen normal aus. So, uploadet so wieder oben. Also, dass man einfach direkt schon wieder mit neuen... Oh, da ist wieder so ein Highspeed-Ding. Riesentrümmern hier begrüßt wird. Oh, ich schätze die Dinger groß. So, nach oben bitte. Ja, das soll man schon hinkriegen. Sieht ja gut aus. Na ja. Wir sind da. Abkoppeln. 1500! Yes! Wenigstens etwas. Ich habe gerade ein bisschen Angst gehabt, dass ich hier kein Geld für das Ganze kriege. Ram 10. Marvelous stuff. Thanks for bringing the last of these trailers across. When you're ready for the next step in my masterful plan, swing by the junk fields. Promise, this will all be worth your while in the long run. Ja, ich weiß ja nicht. Okay, das wäre das. Das heißt, finanzentechnisch sind wir jetzt minus 289. Ne? Besser als gar nichts. Ich denke, zur nächsten Episode werde ich mal wieder den Truck so weit auf Vordermann bringen, komplett, und nochmal Geld verdienen. Und dann mal gucken. So auftragsmäßig, Konvoi. Park and Ride wäre noch interessant, weil dann kriegen wir hier ein Upgrade. Park and Ride, das ist Emmy Barrow. Also zwei von großen Plan ist bereit. Er möchte, dass du ihm hilfst, will aber nicht eins leider rausrücken. Junkfield. Junkfield, 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 Cardi. Einmal so Retour. Ja, vielleicht habe ich ja Aufträge so in die Richtung, dann kann ich da runter. Aber dann machen wir mit ihm mal weiter für das nächste Upgrade, was auch immer das dann ist. Wie kommt dann eigentlich upgrade-mäßig noch? Eins haben wir dann noch. Stimme. Das eine noch und das sind alles normale Aufträge. Und dann sind hier die ganzen Endsachen mit Zone 5. Irgendwo da hinten dann. Ich bin gespannt. Also mir macht es auf jeden Fall jetzt sehr viel Spaß, Star Trucker. Bis auf diese Finanzprobleme, die zum Teil selbst verursacht sind. Aber naja, muss man halt ein bisschen aufpassen. Es wäre in ETS und Co. ja auch nicht anders. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.